Mahlzeit und herzlich willkommen an alle zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Ich habe hier gerade schon ein bisschen was gefilmt. Es scheint nur partiell die Sonne. Trotzdem ist es drückend warm. Hier ist eine totale Schwüle. Und ich bin auch schon wieder ganz schön am Ölen, wie man das so umgangssprachlich sagt. Ich möchte euch heute die Hindernisbahn der Bundeswehr vorstellen. Ihr seht jetzt schon ein bisschen was im Hintergrund. Die Soldaten unter euch, die jetzt hier zuschauen oder die ehemaligen, wie auch immer, die kennen das natürlich. Und ich glaube, das ist bestimmt für viele Leute ganz interessant, da mal wieder einen kleinen Einblick drin zu erhalten. Ich mache euch das vor. Ich erkläre euch ein paar Sicherheitsbestimmungen dazu und nachher gehe ich dann auch noch einmal selber im Schweinsgalopp über diese Hindernisbahn drüber her. Das Ganze wird begleitet hier von meinem hechelnden Freund. Wo bist du denn? Oh, den nehmen wir aber noch mal eben mit hier, sonst wird es nicht rund. Ne? So. Dem ist nämlich auch gut warm hier. Das Wetter, das ist alle nicht das Wahre. So, und jetzt werde ich mich mal eben in Windeseile in Schale schmeißen, sodass das hier auch ein vernünftiges Bild abgibt. Man soll ja bei der Bundeswehr ist ja das Stellen falscher Bilder ist ja unerwünscht. Also machen wir das mal ein bisschen mehr ausbildungsorientiert. Bis gleich. So, und damit herzlich willkommen. Adäquat ausgestattet schauen wir uns dann jetzt mal die Hindernisbahn der Bundeswehr an. Wir fangen an mit dem ersten Teil, dem ersten Hindernis, von dem ich jetzt kurioserweise gar nicht den Namen weiß. Ich glaube, den wusste ich auch noch nie. Ich nenne es einfach mal Balkenhaufen. Balkenhaufen klingt auch super. Hierbei sicherheitstechnisch ist eigentlich nur zu beachten, dass das Ganze stabil ist, dass da keine morschen Elemente drin sind, die brechen könnten, wenn man das jetzt ein bisschen härter belastet. Und dann erklärt sich das Ding von ganz alleine. Da springt man nämlich drüber her. Das mache ich euch jetzt einmal eben kurz vor. Und dann gehen wir auch schon weiter zum zweiten Hindernis. Ja, schon geht es weiter am zweiten Hindernis. Ich habe jetzt dafür auch nicht die genaue Bezeichnung. Ich nenne das Teil einfach mal Hochbalken. Wie man da drüber hergeht, zeige ich euch natürlich jetzt gleich auch. Hierbei ist eigentlich nur darauf zu achten, dass hier oben oder am Holz keine groben Holzsplitter raustreten, sodass man sich da irgendwie die Hände verletzen könnte. Und klar, allgemein, es muss eine Stabilität hier gegeben sein, dass das nicht gleich alles zusammenbricht, wenn man sich da drauf wälzt mit seinen 180 Kilo. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Das Überwinden dieses Hindernisses ist recht einfach und ja, das seht ihr jetzt direkt im Anschluss. Ja, dann kommen wir erstmal langsam zum wirklich Eingemachten, zu dem, wo es jetzt auch ein bisschen Spaß macht oder ein bisschen mehr Anforderungen gestellt wird. Das dritte Hindernis, die sogenannte Hühnerleiter. Hierbei muss natürlich, wie bei jedem anderen Hindernis auch, geprüft werden, sind die Balken alle tragfähig, bricht da irgendwas ab. Wir sehen hier schon Ausbesserungen, da wurden die, ich sag mal, Kopfteile erneuert. Und hier läuft man hoch und am anderen Ende springt man nicht runter. Da lässt man sich so runterfallen. Das zeige ich euch jetzt aber auch in der totalen mit der anderen Kamera. So, oben angelangt. Flach hinlegen. Silhouette eben entsprechend flach halten, nicht aufrichten und dann geht es da jetzt runter mit folgender Technik. Ich versuche das mal einigermaßen für euch einzufangen. Leider fehlt mir hier jetzt derjenige, der das mal eben filmen könnte. Schauen wir mal. So, sieht doch ganz gut aus, ne? Ja. Also, der linke Arm bleibt dann oben oder der rechte Arm, je nachdem. Und dann lässt man sich einfach Blödsinn, oh Gott. Man geht runter, nimmt den rechten Arm und hängt dann hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja, dann springt man runter. Und
Könner, die machen das mit der Kamera. So, guckt euch das an. So hängt man dann hier schön. Ja, und dann geht's runter. Das war's. Affengeil. Von der Hühnerleiter zum sogenannten spanischen Reiter. Beim spanischen Reiter auch, wie bei jedem anderen Hindernis, eigentlich nur kontrollieren, ist das alles fest, kann man sich irgendwo verletzen. Und dann, wenn man das jetzt ganz genau kontrolliert, dann geht man natürlich die Dinger mal eben ab und checkt das. Also wenn man bevor man hier eine Ausbildung macht, sollte man das natürlich auch tun. Für mich persönlich reicht das jetzt, wenn ich das so gesehen habe. Und ja, dann zeige ich euch noch eben, wie man da drüber hergeht. Nach dem spanischen Reiter kommen wir zum sogenannten Doppelbalken. Das ist auch eines der sehr spannenden Hindernisse. Einfache Kiste, ich mache es euch kurz vor. Und ja, hier auch, ne, wie überall, gucken, dass das Ganze standfest ist, dass es funktioniert, dass da nichts durchbricht. Und gegebenenfalls, wenn es glatt ist bei Nässe, das aussparen, da man sich hier mit den Händen nicht behelfen kann und wirklich nur auf die Füße angewiesen ist. Und wenn man da ausrutscht, ja, könnte schon mal wehtun, denke ich. Gut. Ach ja, so, das nächste Hindernis, die sogenannte Eskaladierwand, die allerdings bei der Bundeswehr, ich weiß gar nicht, die offizielle Bezeichnung lautet so nicht. Das ist eigentlich die Bezeichnung der Feuerwehr, so wie ich das gelesen habe. Da ich aber selber nie bei der Feuerwehr war, kann ich das nicht bestätigen. Bei der Bundeswehr ist das, glaube ich, einfach nur, tja, Holzwand oder sowas. Ein ganz profanen Namen. Aber innerhalb der Truppe ist der Name Eskaladierwand vorhanden oder auch Eskalierwand, weil viele sind dann so ein bisschen, kriegen das nicht so gut koordiniert, darüber herzukommen. Ich zeige euch jetzt aber genau, wie es funktioniert. Und damit herzlich willkommen an der Eskaladierwand der Bundeswehr zum Überqueren. Linke Hand, rechte Hand greifen oben auf die Wand. Wir stehen seitlich zur Wand. Wir müssen damit den linken Bein Schwung holen und das rechte bewegen wir über die Mauer drüber her. Das Ganze muss ein bisschen Dynamik haben. Wenn das keine Dynamik hat, hängt man da wie ein nasser Sack Mehl und kann dann wieder den Weg zurück antreten. Muss das normal versuchen. Vergeudet dabei unnötig Kraft. Man kann das natürlich auch umgekehrt machen. Rechte Hand, linke Hand, rechtes Bein, linkes Bein. Wir machen das jetzt in diese Richtung, weil die Kamera so steht. Also, linke Hand, rechte Hand. Bein oben drüber. Damit ist die halbe Miete geschafft. Und den Rest wuchtet ihr dann aus den Armen. Und fertig ist es. So, das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal in der Totalen, wie ich das mal im Durchgang mache. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so anstrengend ist heute Abend. Morning, ne? Nach der technisch etwas anspruchsvolleren Eskaladierwand haben wir hier auch wieder so ein Hindernis, was eigentlich niemand braucht und was man auch nicht großartig erklären muss. Ja, man kann jetzt hier dabei den Balken berühren mit dem Fuß, man muss es aber nicht, man kann auch einfach so drüber herspringen. Ich weiß nicht, was das soll, das ist wohl einfach nur just for fun. Danach kommen wir zum sogenannten Balancierbalken. Hierbei ist auf jeden Fall zu beachten, dass man den bei Regen möglichst ausspart, da der doch recht rutschig werden kann. Und ich meine, wenn du dich hier auf die Schnauze legst, das kann schon mal übel enden, übel wehtun. Deshalb, der ist da auszuklammern bei Nässe. Die anderen Hindernisse nach meinem Dafürhalten bisher nicht, die kann man ruhig gehen. So, da zeige ich euch jetzt auch eben, wie das geht. Nach dem Balancierbalken geht es in der tiefsten Gangart weiter.
Und zwar müssen wir hier gleiten. Ja, das ganze Hindernis, weiß ich nicht, kann man das Drahthindernis nennen oder das habe ich jetzt auch nicht ganz auf dem Schirm, wie sie es nennt. Ist aber auch nicht wirklich wichtig. Wichtig ist die Technik oder was man dabei überhaupt machen muss. Das Gleiten, ich mache euch das jetzt mal eben vor. Ja, nach dem Gleiten kommen wir zum, ich nenne es mal Reifenhindernis. Hier geht es darum, einfach nur mit den Füßen entsprechend in die Reifen wechselweise zu treten und so diesen Weg hinter sich zu bringen. Hatte ich gerade vergessen anzusprechen bei dem Drahthindernis. Hier auf dieser Hindernisbahn ist es jetzt so, das ist ein richtiges Metallkonstrukt. Das hängt nicht durch. Es gibt aber auch Hindernisbahnen, die sind dann entsprechend aus Holz und dann sind da irgendwie, mit so einem Zaundraht ist da was links und rechts gespannt. Das kann schon mal durchhängen. Das kann dann auch gefährlich sein. Ja, wenn man dann mit dem Kopf zu hoch ist, hängt es einem nachher im Hals. Will natürlich keiner. Deshalb hatte ich gerade vergessen anzusprechen bei dem Hindernis. Da könnte eine Gefahr lauern hier bei dem Hindernis. Lauert einfach nur die Gefahr, dass man seine Füße nicht koordiniert bekommt und sich deswegen auf das umgangssprachliche Maul legt. So, das mache ich euch jetzt auch eben vor. Kamera läuft. So, nach den Reifen das nächste Hindernis. Das ist so eine Art, vielleicht ist das so eine Art Schützengraben, so eine Art Stellung. Man muss halt hier oben angleiten. Man gleitet hoch, dann lässt man sich da runter. Ja, ich weiß nicht, 2,20 Meter ist es bestimmt hier rüber. Und dann muss man hier vorne wieder raus. Das ist letzten Endes dann die Technik, die man auch an der Eskaladierwand angewandt hat. Mal gucken, wie gut mir das gelingen wird. Habe ich auch ewig nicht gemacht. Ja, nach dem Überwinden dieses, nennen wir es Schützengraben, haben wir hier noch das nächste. Nein, Hindernis ist es eigentlich nicht. Es soll auch eine Art Schützengraben oder eine Stellung soll das simulieren. Man gleitet eben in die Stellung hinein. Da unten macht man dann seine Handgranate scharf, also die Übhandgranate dann. Und hier hinten hat man diese Handgranatenwurf. Mulden. Ja, ist ein ganz toller Name. Also hier sollte man dann möglichst diese Handgranate reinwerfen. Nach der ganzen Anstrengung. Das wird auch eine schöne Sache werden. Bin ganz gespannt, wie es gleich läuft, denn das mache ich euch jetzt in einem Durchgang vor. Und dabei läuft jemand neben mir her, filmt das Ganze und dann könnt ihr mal sehen, wie ich mir schön einen abaste. Wird bestimmt richtig geil werden. Also dann, bis gleich. So, ja, ich hatte gerade schon darauf hingewiesen, dass Stellen falscher Bilder ist bei der Bundeswehr, wird immer nicht so gern gesehen. Deshalb mit dem Barett wahrscheinlich war das gerade schon auch nicht richtig, wie ich da drüber hergegangen bin. Deshalb hier für die letztliche Ausführung habe ich den harten Hut mitgenommen. Den setze ich mir jetzt auf und dann könnt ihr euch das Debakel angucken, wie ich da gleich halbtot ankomme. Ach, eins habe ich noch vergessen. Ich habe eine Übhandgranate, habe ich besorgt, eine alte Stielhandgranate. Die werde ich mitnehmen auf die Hindernisbahn. Und dann werde ich die da hinten auch in das entsprechende, wie habe ich das gerade genannt, Handgranaten, Wurf, Mulde, egal, Ziel. Gut, ihr wisst Bescheid, bis gleich. Jo. So, ich würde sagen, wir legen mal los, ne?
3, 2, 1 und go! Weg! Oh. Phänomenal. Oh. So. Nee. So, meine lieben Herren, ihr habt's gesehen. Das war wie 60-jähriger Volkssturmmann. Meine Fresse, ey. Ja. Das ist aber auch gut, dass ich das jetzt so gemacht habe. Ach, denn dann weiß ich auch, wo ich nach vielleicht ja, 3 Wochen Training oder auch Nahrungsumstellung stehe. Man kommt dann noch nicht so mega weit. Man verliert zwar Gewicht, aber für solche Aktionen ist man einfach noch nicht fit genug. Ist ganz einfach so. Aber ist super. Also ich bin da super stolz drauf, dass ich auch jetzt hier so verkackt habe. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das motiviert mich nur und die Handgranate ist auch total super geflogen. Die ist nämlich hier gelandet. Müsste eigentlich da vorne rein. Das sind noch so knappe 3, vielleicht 4 Meter. Ich muss aber auch sagen, man sieht die Teile von da hinten kaum. Aber ich habe auch ein bisschen mädchenhaft geworfen. Gut, ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Ich musste da ein bisschen schnell durch jetzt. Ich hatte eigentlich vor, noch etwas ausführlicher zu filmen, aber die Zeit sitzt einem doch irgendwie immer ein bisschen im Nacken. Von daher hoffe, die Eindrücke waren interessant für euch. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Madet jod. Ciao.